Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute und liebe Freunde, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute ist wieder Donnerstag, das bedeutet, Mario Visca öffnet mit der Mario Army seine Rewards, Division Rivals und Food Champions. Aber natürlich ist euch Europa League Abend, Chelsea gegen Frankfurt und Valencia gegen Arsenal. Ja, die letzten zwei Tage waren fußballerisch was ganz Besonderes in der Champions League und ich hoffe, dass unsere Rewards auch ganz besonders sind. Es wartet natürlich ein Riesenkrach auf uns, aber mehr dazu jetzt. Also ich wünsche euch auf jeden Fall mit diesem Video viel Spaß. So, bevor wir natürlich die Packs öffnen und schauen, was wir eigentlich erreicht haben, schauen wir uns das aktuelle Team der Woche an. Und ich habe schon gesagt, ein Kracher ist dabei und das ist dieser Herr. Welcome zu Eden Hazard, vielleicht bald bei Real Madrid, aber wenn wir diesen Jungen ziehen, dann ist komplett Rasur. Also, dann muss ich sagen, ist Backlog in FIFA 19 weiterhin am Start. Ich habe nebenbei wieder Footbin am Laufen, also der Eden aktuell 900.000k wert. Dann an zweiter Stelle der Werner mit ca. 20.000k. Dann gibt es Lala mit 152.000, Gomez mit 136.000. Aber ganz besonders und freut mich natürlich auch dieser Herr. Aliou Bachi, SK Rapid Wien. Und wir brauchen diesen Spieler auf jeden Fall für die kommende Challenge wieder. Wir werden wieder mit den Rapid-Teams starten. Mehr dazu aber gleich, wenn wir die Rewards öffnen und schauen, was wir erreicht haben. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute und dass ihr Minimum Werner zieht, Lala oder am besten Eden Hazard. Toi, toi, toi. Ich drücke euch die Daumen. Jetzt gehen wir mal zu den Division Rivals Belohnungen. Wir haben kein einziges Spiel gemacht, wie schon die letzten Male, weil wir einfach gerade Pro Club mit der Mario Army so forcieren, dass ich einfach keine Zeit habe, Rivals zu spielen. Wir sind deshalb definitiv wieder bei Rang 3 gelandet, wenn man kein Spiel macht. Das bedeutet, wir haben ein seltenes Spielerpack und ein Megapack. Ja, und bei der Challenge for Champions. Wie ihr wisst, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wenn nicht, checkt auf jeden Fall meine Social Media Kanäle ab. In der Linkbeschreibung sind sie zu sehen. Haben wir mit dem Silberteam gespielt. Ziel war 20 Siege. Wir haben 19-11 abgeschlossen. Riesenleistung mit dem Silberteam. Ich habe dafür 10 Subs auf Twitch verschenken müssen. Und ich habe mir gedacht, ich mache diese Challenge wieder kommendes Wochenende. Was ihr dafür machen müsst, ist einfach morgen auf meine Kanäle gehen. Bei Instagram, Facebook, Twitter. Und dort einfach bei dem Gewinnspiel, bei der Challenge mitmachen. Und dann, wenn ich es wieder nicht schaffen sollte, 20 Siege, habt ihr die Möglichkeit, einen Sub zu gewinnen. Somit erspart ihr euch 5 Euro im Monat, kriegst dafür Emojis, könnt mit mir Pro Club spielen, könnt mit mir Counter-Strike spielen, Fortnite spielen, kriegt Prozente auf Coaching, kriegt Prozente auf mein zukünftiges Merchandising, also sehr viele Vorteile. Einfach nur in der Linkbeschreibung meine Social Media Kanäle abchecken und mitmachen bei der Challenge. Wir werden wieder die Leute ärgern, live im Stream, Freitag, Samstag, Sonntag wird gescreamt, auf Twitch und mit Silber Team mit Rapid Wien gespielt und die Leute wieder werden wir richtig ärgern, aber richtig Bock drauf, ja. Und vor allem, wenn ich es nicht schaffe, hat meine Community wieder was davon und ihr kriegt von mir wieder Subs. Sehr coole Aktion auf jeden Fall und ich hoffe, ihr feiert jetzt weiterhin, weil die letzte Challenge habt ihr richtig gefeiert. So, was haben wir, wenn wir nur 19-11 machen? Erstens, 2 Spielerwahlobjekte, seltenes Goldback, 2x seltenes Megaback, 45.000 Münzen und 2.000 Champions-Qualifikationspunkte. Und weil wir letztes Mal nicht geöffnet haben, weil das Team der Woche nicht überragend war, haben wir jetzt eben natürlich mehrere Packs und ich würde einfach sagen, wir gehen von links nach rechts. Oh, Caligiuri, sehr gut, 86er. Sensationell gespielt im Derby gegen Dortmund. Sahavi. 85er. Nehmen wir auch mit. Wir schauen nur aufs Rating, weil Mario ist ja SBC-Gott. Kappa. Pizzi. Pizzi erinnert mich immer an Pizza. So, und jetzt gehen wir zu die zwei dieser Woche. Eden Hazard kann drinnen sein. Und den
wünschen wir uns. Come on, Baby. Wir haben aber Kimmich mit 88. Einer von den Team of the Week, der auf jeden Fall ein höheres Rating schon hat. Freut mich auf jeden Fall. Joshua, welcome in my team. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt Eden Hazard, oder? Küsse gehen raus. Santimina. Erinnert mich irgendwie an Santa Claus. Aber okay, dich nehmen wir, Bruder. Und somit, das sind unsere Picks dieser Woche und letzter Woche. Kann mich auf jeden Fall nicht beklagen. Super Rechtsverteidiger. Auch hier super Rechtsverteidiger. Super Flügelspieler. Und Santa Claus haben wir auch somit. Der beschenkt uns jetzt definitiv mit hoffentlich coolen Rewards weiterhin. So, wir haben 10 Packs und fangen mal kurz mit den Bonus-Packs Silber an. Ja, ich weiß, es ist nicht interessant, aber wir öffnen es trotzdem, weil wir schon dabei sind und schauen, was dabei ist. David Concha, welcome. Könnte ich gleich zu Rapid holen. Silber ist natürlich da, aber brauchen wir natürlich nicht, weil die Rapid-Spieler besser sind. So, wir haben einmal Team der Woche. Zweimal seltenes Megapack, zweimal Megapack, zweimal seltenes Spielerpack und Jumbo. Ja, ich würde eigentlich ganz sagen, wir gehen wirklich von links nach rechts. Passt perfekt auch hier. Also in diesem Sinne, let's go, meine Damen und Herren. FIFA 19 haben wir wirklich viel Backlog. Schauen wir, ob es auch in dem heutigen Video wieder vorhanden ist. Wir haben einmal leider keinen Bordspieler. Cooler Bart, Valeri, welcome. Aber dich brauchen wir nicht. Deshalb Abstoß, Abstoß, Abstoß. Aber das Belgian Dress hat cool ausgeschaut, das Gelbe. Erinnert mich, Biene Maya. Auch hier haben wir nichts Besonderes, meine Damen und Herren. Oh, nicht mal ein Bordspieler, okay. Oh, David Villa, vor 3 FIFA-Versionen hätten wir gesagt, mega geil, saugeil. Aber in dieser FIFA-Version leider nichts wert, mein Freund. Deshalb können wir alle abstoßen, abstoßen, abstoßen. So, weiter geht's. Seltenes Spielerpack. Komm, drittes Pack. Jetzt konnten wir schon mal. Ja, da kommt schon der Walkie Walkout. Da kommt ein Inform. Brasilien, LM, Schachtar Donetsk, Tyson. Ja, beginnt schon mal nicht schlecht. Wir nähern uns der richtigen Richtung, ne? Ja, können wir klatschen, my friend. Hat auf jeden Fall gute Werte. Wie viel der Wert ist, wissen wir nicht. Schauen wir uns auch später dann in Ruhe an. Und die können wir abstoßen. Weiter geht's, weiter geht's. Walker, im dritten Pack, beginnt schon mal richtig. Wir haben ja noch 6. 6 haben wir noch. Okay, gefällt mir. So, zweimal Megapack, let's go. Can Walkout. Auch kein Bordspieler. Aranguiz. Bayern Leverkusen. Auch hier können wir grundsätzlich Spielerfitness. Wieder alles abstoßen, was wir nicht brauchen, diese. Louis! Welcome in der Bundesliga! Louis, 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 Louis. Ehemaliger Beatspieler. Deshalb feiere ich dich, mein Freund. So, noch einmal das letzte Megapack, was wir haben in unserem Warenkorb. Auch hier passiert nichts. Auch hier passiert nichts. Aber wenigstens ein Bordspieler. Frankreich, RF, Barcelona, Dembélé. Ist einer der besseren Bordspieler auf jeden Fall. Gefällt mir, wir nähern uns dem Großen, den ganz Großen. Hossa oder Aliou Bocci. So da, die Nervosität steigt, die Nervosität steigt. Jumbo seltenes Spielerpack.
Come on! Kein Walkout. Eigentlich haben wir da immer einen Walkout gehabt. Bordspieler. Frankreich. RF. Bruder, muss los. Call me, baby. Willst du öfters zu mir rufen, Termin ausmachen, gehen wir schwimmen? Was ist da los? Wie Messi 5000 Mal gezogen, ziehen wir Dembélé heute 1000 Mal. Okay, Carrasco, Carrasco, Carrasco. So, meine Damen und Herren, drei Packs. Einmal seltenes Megapack, come on! Pi, Bruder, muss los. Chelsea, David Luiz. Ist auch einer der besseren Bordspieler, Premier League. Spielen heute in der Europa League gegen Frankfurt. Warum ich so gut drauf bin, ich hatte heute Videodreh zu meinem ersten Merchandising-Produkt. Mehr erfährt ihr auf jeden Fall die nächsten paar Tage. So, come on, seltenes Megapack, da muss was kommen. Wieder kein Walkout. Jo, wir sind ein Radl da. Dobrak, Dortmund leider doch nicht deutscher Meister für die Dortmund-Fans. Deshalb auch nicht erfreulich, dass wir dich ziehen, mein Freund. Aber Team der Woche ist ja noch am Start und wir können noch was Hervorragendes ziehen. Und wie ihr wisst, müssen wir immer ihr Sport in der Game küssen. Und in diesem Sinne, lasst uns was Gutes ziehen, lasst uns krachen und Spaß haben. Küsse gehen raus. Walkout ist da. Aber wenn Belgien kommt. Spanien, Stürmer. Wer war denn das nochmal? Der Santa Claus! Santa Maria! Du bist aber Santi Marina! Naja, 85er. Wenn du ein bisschen schneller wärst, dann wärst du in Ordnung. Aber so bringt es nichts. Ist Alio Baci dahinter? Ist auch nicht dahinter. Das heißt, wir müssen den kaufen. Ja, ein Satz mit X. Es war wohl nix. So, das war wieder mal ein Rewards Video. Eine Woche ausgelassen. Hätten eigentlich diese Woche auch auslassen können. War nicht hervorragend, aber wir dürfen uns nicht beklagen und aufregen. Weil wie ihr wisst, alle die mir folgen, in FIFA 19 haben wir Legenden gezogen. Zwei, dreimal Messi, Aguero in Form, Salah in Form, Mbappé in Rot, Mbappé in Form. Keine Ahnung, hervorragend. Also akzeptieren wir es, so wie es ist. Und ich zeige euch jetzt gemeinsam wieder das Team für kommendes Wochenende, weil es wird wieder eine Challenge gemacht. Und wenn ihr gleich am Start seid und das Video auch natürlich zu Ende guckt, das war das Team für vorige Woche. 19-11 erreicht. Kann man auf jeden Fall stehen lassen. Gibt viele, die mit diesem Team definitiv nicht so viele Siege einholen können. Wir werden dieses Wochenende wieder eine Challenge machen. Wieder ist 20 das Ziel. Und wenn ich die 20 wieder nicht erreiche, dann verschenke ich wieder 10 Subs auf Twitch. Also, in der Linkbeschreibung findet ihr meine Social Media Kanäle. Und da bitte folgen und morgen den Post schön kommentieren. Und dann am Freitag, Samstag, Sonntag live auf Twitch dabei sein. Und sollten wir es schaffen, sind wir Weltklasse. Dann steigern wir uns nächstes Wochenende vielleicht zur Elite. Sollten wir es nicht schaffen, kriegt meine liebe Mariami wieder Geld, Subs, Abos verschenkt. Ja? Das ist das Team. Wir werden nur einen Spieler tauschen. Alio Baci Inform kommt rein statt dieser Karte. Sonst wird das Team wieder gleich bleiben. Wichtig aber natürlich zu diesem Video ist noch gesagt, lasst mich unbedingt wissen, was ihr gezogen habt. Ich wünsche euch wirklich Eden Hazard oder irgendeinen Geilen, den ihr unbedingt braucht. Ja? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Lasst trotzdem für das Video einen Daumen hoch da. Zeigt mir, dass ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Resonanz, Feedback ist so wichtig, damit ich mich verbessern kann, damit ich euch mehr Freude machen kann und damit wir gemeinsam Gas geben. Gas, Gas, Gas. Bremsen nicht erlaubt.
In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Donnerstagabend, Donnerstagnacht, hoffentlich wieder einen geilen Fußballabend und ein geiles Video für euch. Und dann wünsche ich euch alles, alles Gute morgen in den Start der Weekend League und in den Start in das Wochenende. Ja? Danke für euren Support, danke fürs Zuschauen, euer Mario Wiska, ciao, ciao, bye, bye, bis zum nächsten Mal.